Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Ich bin Alex von The Predecessor und wir waren gerade dabei, Very Naughty's Grotten zu zerschlagen. Wie auch immer. Na, er ist der erste Endboss und nicht allzu schwer. Und er lacht dumm. Und einmal und... Komm jetzt noch, mit der Banane auf den Kopf. Bam, 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 bam. Das tat bestimmt weh. Tja, wir freuen uns. Wir haben Very Naughty besiegt. Und betreten nun die Affenminen. Ich muss ja schon auf die Uhr gucken. Zack, zack. Okay. Frag dich nicht, was ich eben nachgeguckt habe. Ja, wir sind jetzt hier in der zweiten Welt. Geht hier auch schon relativ fix und wir haben wieder den Frosch. Was heißt hier wieder? Wir haben den Frosch zum ersten Mal. Aber er wird noch ein paar Mal auftauchen. Keine Sorge. Midway. Und irgendwie können wir hier drauf nicht stehen. Ich weiß nicht, ist irgendein Bug oder so. Bam. Einfach mal mitten durch. Und alles einsammeln. Schön die ganzen Bananen. Im Leben. Weil die werden immer wieder zurückgesetzt. Ne? Da muss ich anscheinend mit Safe States arbeiten. Ich habe keinen Bock, dass immer wieder nach jeder Aufnahme alles von mir zurückgesetzt wird. Ach, das war intelligent. Mit intelligent. Und das war das Level. Der Lorencrash. Na komm, schmeiß den mal weg. Bam. Hier und hier gab es einen klitzekleinen Trick, ma. Ja. Wie findet man sowas heraus, indem man ein kleines Kind ist und schlecht? Das war's. Magic, ich hab's geschafft. Heißt es tatsächlich nicht, dass ich alles geschafft habe? Naja, ich mach's nochmal auf normalem Wege durch, ne? Wollt ja sicherlich auch mal was sehen für euer Geld. Ich muss dafür nicht bezahlen. Außer vielleicht die Internetkosten. Das ist ja, das hier ist Unterhaltung für lau. Ich mochte früher diese Loren-Level. Ich habe einen Kumpel, also der Philipp, der mochte die irgendwie nie. Ich fand die immer toll. Ich durfte die immer machen. Dafür hat er dann andere Level machen können. Die ich nicht mochte, so die Banane hole ich mir nicht. Und das war schlecht. Allgemein kann man hier in diesem Spiel ziemlich viel rumtricksen. Nicht in diesem Spiel. In diesem, in dieser Welt. In Welt 2. Wo man teilweise ganze Level auslassen kann. Hoppala, das war knapp. Und es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, weil ich hier mit einem Delay spiele und es leicht laggt. Aber da wird auch schon mal das geschafft. Und die Hälfte. Ja, jetzt geht die Scheiße los. Uah. Die umgefallenen Loren. Merd. Na, probieren wir es einfach nochmal. Und wir bekommen ja direkt Diddy Kong. Ich bin so schlecht. Wieso verkacke ich das da immer? Und das war genauso schwach. Okay, komm, bevor ich hier noch weiter rumfehle, es passiert in diesem Level nichts mehr. Nicht so wie in diesem Level. Hier passiert ziemlich viel. Ich
habe nie begriffen, wofür ich diesen Reifen brauche. Jetzt mal ernsthaft. Einfach nur für das K oder? Ist da noch irgendwas Besonderes? Holen wir uns erstmal wieder unseren Freund Donkey Kong. Und brechen durch. Na verdammt. Jetzt sieht das immer so aus, als wäre ich so voll der Loser in diesem Spiel. Aber dabei konnte ich das. Ach shit. Was war das jetzt wieder für eine Aktion? Donkey, Donkey, Donkey. Hier geben wir, müssen wir den Reifen auf dieses Ding da drauf kriegen. Und hier kommen wir dann durch. Dann kriegen wir das N. Und Diddy Kong. Und Bananas. Banana. Und in dieser Höhle hier ist unser lieber Frosch. Der uns hier in diesem Level sehr nützlich werden wird. Die da immer am Rollen war. Und hier kann man richtig schön hochspringen. So. Ja, sieht man, haben die Macher nicht so richtig mitgedacht. Hätten sie irgendwie eine Wand oder so machen können. Was ist da denn jetzt mit mir los? Jetzt mal ernsthaft, was ist mit mir los heute? Es ist ja gar nichts. Ja, der Reifen ist weg. Jetzt müssen wir hier durch. Bong, bong, bong. Kein Problem, holen wir uns wieder. Den Frosch holen wir uns aber auch. Normalerweise ist das so einfach, diese ersten beiden oder die ersten drei Welten. Und jetzt verkacke ich hier ohne Ende. Ist ja schon fast nicht mehr lustig. Ja, für euch ist es vielleicht lustig, wenn ihr zuseht, wie ich hier richtig verkacke. Ansonsten. So. Hä? Nein, wir brauchen keinen neuen DK. Kein DK-Fass. So, immerhin haben wir das schon mal geschafft. So, jetzt noch hier schnell an der Biene vorbei und drauf und rein. Aber auch wieder sehr intelligent. So, damit haben wir alles. Und kommen vom Exit raus. Und haben das Level geschafft. Das nächste Level. Ruckzuckstation. Ich hasse es. Deswegen gehen wir hier wieder rein. Kommt kurz vom Ende raus. Es ist so ein On-Off-Ding. Off. Off. So, und hier bin ich dann einfach meistens nur noch durchgerannt. Kein Bock mehr, weil das war mir einfach zu. Ja, als ich ein kleines Kind hatte ich immer Angst davor, muss ich ehrlich sein. Und ich bin hier sehr oft hängen geblieben, als ich noch nicht wusste, wie das geht. So, 8 Minuten haben wir noch. Die Ruckzuckstation, die mache ich vielleicht später, wenn ich mal Lust habe. Erstmal gehen wir nach Bad Mühlenstein. Nicht nach Bad Gandersheim. Das war was anderes. Und, was nochmal? Okay, einer ist Diddy Kong. Ich glaube, es war das ganz rechte. Ja, das K brauchten wir. Die kriegen wir auch hier. Ey, Affe. Na, eigentlich sind wir ja der Affe. Und hier kann man auch rein und bumm. Wir bekommen einen Reifen. Rennen, Donkey Kong. Ich glaube, den Reifen müssen wir weiter mitnehmen. Nein, hier hätte man gebraucht. Nochmal Glück gehabt, nochmal irgendwie geschafft. A, R,
E steht für Rare. Rare ist das Unternehmen. Bewegt die Maus. Der Bildschirmschoner sieht ziemlich unangenehm bei so einem Spiel. Wow. Stimmt, das TNT-Fass. Für diesen netten Herrn. Der lacht uns nur aus, wenn wir auf ihn drauf springen. Mit Diddy. Ich weiß nicht, ich glaube Donkey Kong. Kann Donkey Kong den erledigen? Ich meine nicht. Komm mal her, Donkey. Und die Hälfte. Und nochmal ein bisschen TNT. Ja, und das TNT-Fass ist weg. Wir bleiben einfach mal hier oben und bekommen den Frosch zur Abwechslung mal. Hier unten gibt es jetzt das N. Wir holen jetzt nochmal Diddy. Und ja, tschüss Frosch, dich brauchen wir eh nicht. Bist eh nur ein dummer Frosch. Eigentlich müsste jetzt hier drin hängen. Naja. Hä? Was war das denn jetzt? Ich bin noch auf diese Schlange draufgesprungen. Wieso bin ich so schlecht? Ich sollte mich vielleicht echt vorher nochmal kurz einspielen. Bevor ich das Spiel dann spiele. So, komm, geh mal her. So, zwei Schlangen. Hä? Okay. Das ist jetzt... wird's langsam witzlos. So, explodier. Diese komischen Naughties da in den Reifen. Ich verstehe es nicht. Ich werde es wahrscheinlich beim nächsten Mal nachkommentieren. 5 oder 3, 4 Minuten habe ich noch. Ich wollte damit eigentlich dann diese Welt hier auch locker abschließen. Denn die dritte hat es eigentlich nur so in sich. Die ist noch ziemlich einfach. Die vierte, das war die Eiswelt. Ja, die ging. War jetzt nicht ganz so leicht, aber auch nicht wirklich schwierig. So, komm mal wieder her, DK. Mach was mal diesmal besser. Ja, da verpiss dich doch wieder. So, wir kriegen immer noch ein Leben. Das war jetzt auch nicht wirklich schwierig. Das ist auch nochmal fies. Ja, geil. Ich bin echt der Burner in diesem Spiel. Wieso? Wieso verscheiß ich jetzt hier andauernd bei diesem einfachen Level? Komm, geh mal sterben. Nein. Immerhin brauchen wir dann gleich keinen Fass mehr zu holen. So. Boah, wäre fast wieder abgekackt. Finally. Exit.
Frankies Koje und Neckys Knacker. Ja, Necky, ein Geier. Wenn man bedenkt, im Vergleich zu den Leveln. Komm wieder auf den Kopf. Bam. Im Vergleich zu den Leveln sind die Endboss eigentlich immer relativ einfach. Und ich gehe mal wieder zurück. Und speichere dann. In meinem Speicherfass. Ja, dann... was mache ich denn jetzt? Ich hole noch mal eben ein paar Leben. Weil mit irgendwie 2, 3, 4 Leben komme ich nicht sehr weit. Vor allem nicht so, wenn ich jetzt wieder weiter so spiele. Auch einfach noch ein bisschen das Dschungelfieber. Keine Sorge, ist jetzt nicht allzu schwer. Und gleich sterbe ich, ist ja schon wieder vor meinem inneren Auge. Bumm. Wieso bin ich da jetzt reingegangen? Hey, wir haben noch 2 Bananen. Ja, reg dich ab, Diggi. Du hast eben Scheiße gespielt. Da hätte ich mich aufregen können. So, hier noch ein Leben. Ich dachte mal, das wären irgendwie Frauen oder so. Aber das sind eigentlich auch irgendwelche männlichen Kremlinge. Gibt es eigentlich irgendwelche weiblichen? Ja, in den späteren Spielen, meine ich. Aber... Komm, wo muss man diesen Strauß holen? Okay, der kommt nach dem Frosch. Komm nach dem Frosch, nicht mit dem Frosch. Na egal, ich zeige euch dann noch, wenn ich jetzt eben schnell das Spiel hier durchmache, zeige ich euch noch das Bonus-Level. Nein, nicht Cranky's Co. hier. Dschungelfieber. Das Bonus-Level von dem Strauß. Ich habe keinen Plan, wie der heißt. Ich weiß nur, dass der eine On Guard heißt und... Heißt es Naso nicht? Rambo? Nee, Rambi heißt das. Rambo. Rambo war jemand anderes. Ich muss dann das G holen. Das K. Das G. Ich bin irgendwie heute total verwirrt. Ich weiß auch nicht warum. Ja, sei es drum. Hör, ich wäre getroffen worden. Schade. Fallen wir mal runter. Holen uns hier so ein paar. Ein paar kleine, ja, Straußenfigürchen. Nein, es geht gerade nicht! So, jetzt ist da hinten noch der mal 2 Strauß. Der meine gesamten Sachen verdoppelt. Ach komm, geh da drauf. Das sieht doch schon mal nach ein paar Leben aus. So. 16 Leben. Jetzt noch schnell das Level beenden.
Ja, vielleicht nicht direkt so. Aber okay. Es muss, es muss. Laufen nochmal schnell hier. Bonus Leben Nummer 17. Bonus das G. Haben dann Leben Nummer 18. Das eine Bonuslevel mache ich jetzt nicht mehr. Und das war's. So, dann mache ich jetzt hier schnell den Save. Save State. Okay, das Save State. Yes. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis